Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Am grünen Donnerstag war ich mit meiner Familie am Bodensee. Wir haben auf der Wiese Federball gespielt und in der Stadt ein Eis gegessen. Wir haben Menschen beim Baden beobachtet. Kein Witz. Und heute früh, einen Tag nach Ostern, liegt Schnee auf dem Dach. Das nennt man dann wohl Aprilwetter. Nach Vorfrühling kommt Spätwinter. Das ist halt so. Dass das Wetter in Zyklen verläuft, das weißt du natürlich. Bist ja nicht erst seit gestern auf der Welt. Mit deiner Biologie läuft es übrigens ganz genauso. Und das hat Einfluss auf deine Gesundheit, deine Fitness und deine Leistungsfähigkeit. Das Leben verläuft zyklisch und nicht statisch. Wenn du ein paar der wichtigsten Zyklen kennst und dich darauf einstellst, dann kommst du leichter durchs Leben bzw. schneller ans Ziel. Und darüber sprechen wir gleich. Vorab der Hinweis auf meinen Partner Koro, meine Quelle für haltbare Lebensmittel. Bei Koro bestellen wir haltbare Lebensmittel wie Trockenfrüchte, Samen, Nüsse, Muße, Kokosöl, Kokosraspeln, Pistazienkerne, Öle und so weiter und so fort. Drei Dinge sind bei Koro besonders. Erstens, die Qualität ist ausgezeichnet, Stichwort Bio. Zweitens, die Verpackungseinheiten sind größer und das macht Sinn. Und drittens, die Produkte sind fair gehandelt. Die Zwischenhändler fallen weitgehend weg und darum bleibt beim Erzeuger mehr übrig und die Preise für dich sind trotzdem gut. Bei unserer letzten Bestellung haben wir was Neues probiert. Tahin mit Kakao. Wir machen vieles richtig in Bezug auf unsere Ernährung und hin und wieder darf es auch mal ein Genussmittel sein. Kennst du Nutella? Das wirst du bei Koro nicht bekommen. Was du aber bekommst, das ist Tahin mit Kakao. Wir machen zwar vieles richtig in Bezug auf unsere Ernährung und hin und wieder darf es auch trotzdem mal ein Genussmittel sein. Kennst du Nutella? Das wirst du bei Koro nicht bekommen. Was du aber kriegst, das ist Tahin mit Kakao. Tahin besteht im Wesentlichen aus gemahlenen Sesamkörnern. Und hier haben die Kakaopulver mit hineingegeben und das schmeckt einfach göttlich. Natürlich ist das trotzdem ein Genussmittel, aber immerhin eines mit halb so viel Zucker und dreimal so viel Eiweiß wie das Original, das sonst im Nu auf dem Teller landet. Also, wenn du hin und wieder mal das braune Genussmittel magst, dann probier doch einfach mal Tahin mit Kakao von Koro. Wir haben es übrigens schon wieder bestellt. www.korodrogerie.de und vergiss nicht den Rabattcode RALF, R-A-L-F, für 5% auf deine Bestellung. Darfst du gerne auch weiter sagen. Rabattcode RALF bei Koro, genau, für 5%. Das ganze Leben besteht aus Zyklen. Wenn du so willst, bist du selbst ein Teil eines großen Zyklus. Du beschreibst einen Zyklus mit deinem Leben. Von der Geburt über das Wachstum in deiner Kindheit und deiner Jugend, die Phase der höchsten Leistungsfähigkeit in der Mitte des Lebens. Eines Tages kommt eine Phase, in der deine körperliche Leistungsfähigkeit stagniert, abnimmt. Und bis dahin hast du vielleicht deine Gene an die nächste Generation weitergegeben und mit deinen Kindern beginnt der nächste Zyklus des Lebens. Du kennst den Zyklus der Jahreszeiten mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter, zumindest wenn du in einiger Entfernung vom Äquator lebst. Es gibt den Zyklus des Tages, mit der Sonne, die aufgeht, über den Horizont wandert und dann für einige Stunden hinter dem Horizont verschwindet. Alles da draußen in der Natur verläuft in Zyklen. Nichts ist wirklich statisch. Das liegt vermutlich daran, dass der Planet, auf dem wir leben, um die Sonne kreist und sich dabei auch noch dreht. Und dabei oder damit verändern sich die Bedingungen auf der Erde ständig. Und das Leben muss sich halt darauf einstellen. Was das mit dir zu tun hat? Naja, mehr als du denkst. Wenn du die wichtigsten Zyklen kennst und dich darauf einstellst, dann hast du es leichter. Beispiel Ernährung. Du isst etwas, nimmst Nährstoffe auf und dein Körper schaltet anabole, aufbauende Prozesse an. Das bedeutet Wachstum und Leistungsbereitschaft. Einige Stunden später ist die Nahrung verdaut, der Magen ist leer. Jetzt beginnen katabole, abbauende Prozesse. Der Körper beginnt, gespeicherte Energie zu verbrennen und gespeicherte Proteine zu nutzen. Beides ist wichtig. Beides ist gesund. Was ist besser? Beides. Besser ist der Wechsel zwischen anabolen und katabolen Zuständen, zwischen Verdauung und Verarbeitung von gegessenen Nährstoffen und der Autophagie. Du erinnerst dich, Autophagie ist, wenn die Zellen Recycling betreiben und Müll und Schrott und altes Zeug verarbeiten, das noch irgendwo herumliegt, das beim Wachstum halt irgendwie anfällt. Die gesündeste Ernährung ist die, die alle Nährstoffe liefert und die dem Körper auch mal die Gelegenheit gibt, den unvermeidlichen Müll wegzuräumen. Und wie sorgt man dafür? Indem man auch mal einfach nix isst, hin und wieder. Das gilt auch für den Sport.
Nach jedem Trainingsreiz braucht es die Erholungsphase, in der der Körper sich zuerst erholt und dann sich anpasst, indem er an seinen Aufgaben wächst. Das nennt man dann Superkompensation. Wenn der nächste Trainingsreiz zum richtigen Zeitpunkt kommt, nicht zu früh und nicht zu spät, dann wirst du besser und besser. Und das gilt auch für geistige Herausforderungen. Wir sind gemacht für den Wechsel von Anspannung und Entspannung. Wir können uns für kurze Zeit voll konzentrieren und brauchen dann eine Phase der Entspannung, um danach wieder 100% geben zu können. Solche Zyklen durchlaufen wir einige Male am Tag. Konzentrierte Arbeit am Computer, unterbrochen von kurzen Kaffeepausen, zwischendurch. Dann kommt eine längere Pause am Mittag, eine noch längere über die Nacht, die wir Feierabend nennen. Alle paar Tage machen wir eine noch längere Pause, die wir Wochenende nennen. Und alle paar Monate machen wir dann eine wirklich lange Pause und nennen die dann Urlaub. Und dann kommt der Lebensabend und wir sind schon im Zyklus des Lebens. Wenn wir in die Biologie eintauchen, dann erkennen wir, dass nichts wirklich statisch ist. Alles ist zyklisch und Zyklen überlagern sich zu immer größeren Zyklen. Warum ich dir das alles erzähle? Nun, ich beobachte Menschen, die erwarten, dass das Leben wie eine Gerade verläuft. Hier bin ich jetzt, da will ich hin, und zwar bitteschön auf dem direkten Weg. Der direkte Weg zum Ziel wäre aber eher die Ausnahme als die Regel. Lass auch mal einen Umweg zu, oder einen Rückschritt, oder einen Irrweg. Entscheidend ist, dass du immer wieder das Ziel im Auge hast und den aktuell richtigen nächsten Schritt in die richtige Richtung gehst. Und eine Sache noch, es ist gar nicht so wichtig, ob du am Ziel ankommst, ob du die eine Zahl X auf der Waage erreichst oder die Zeit beim Marathon oder was auch immer. Entscheidend ist, dass du den Weg dahin genießt. Das ganze Thema Gesundheit, Fitness und erfülltes, glückliches Leben ist nur ein Spiel innerhalb des Zyklus deines Lebens. Und du spielst dieses Spiel nicht, um zu gewinnen. Gegen wen denn auch? Du spielst das Spiel des Lebens, um zu spielen und Spaß daran zu haben. Ich habe Spaß daran, immer wieder die nächste, beste Version von mir zu erschaffen. Und dann die nächste und dann die nächste. Wohl wissend, dass ich damit kein Endziel erreiche. Aber im vollen Bewusstsein, dass ich Spaß an dem Spiel habe. Ich wünsche dir auch viel Spaß am Spiel des Lebens. In gut 6 Wochen ist Pfingsten. Was möchtest du dir bis dahin vornehmen? Hast du schon eine Idee? Ich wünsche dir eine großartige Woche. Bleib fit und gesund. Dein Ralf Bohlmann.